Hallo und herzlich willkommen zurück zu Makedonien. Wir haben noch eine Technologie. Wir haben hier halt alles, ne? Nahrung haben wir noch fast nicht. Da bekommen wir hier nochmal mehr Nahrung. Ja, dann machen wir mal Wirtschaft. Hier haben wir auch nichts. Da brauchen wir 1, 4, 8 und 15 Runden. Hier brauchen wir 3, 9 und 16 Runden, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, hier bekommen wir sehr viel Boni. Das ist wunderbar. Das ist gut. Hingabe. Ausweichen. Was? Ja, okay, Handel. Das habe ich jetzt einfach so zu schnell geklickt. Verwundung des gegnerischen ist immer wunderbar. Rüstung für alle Einheiten ist auch gut. 5 auf Kinder bekommen. Hast du eine Frau? Hast du eine Frau? Der hat eine Frau. Okay, alles klar. Kann ich irgendjemand zur Schule schicken? Nee. Aber dir kann ich eine Frau geben. Ach, ich verheirate so gerne Leute. Ehepartner suchen. Ehepartner suchen. Alter, meine Familie wird größer und größer. Ehepartner suchen. Und Ehepartner suchen. Läuft. Gut. Dann. Fähigkeiten. Ah, den habe ich vergessen. Du bekommst noch das hier. Warte. Du bist nicht verheiratet? Doch, du hast doch eine Frau. Ach so, hier drüben. Immer noch nicht, okay. Übersicht ist gerade 10%, ist ganz okay. Dann, ja, habe ich gerade schon gemacht. Griechische Familie. Okay, dann. So. Ah, verdammt, ich habe vergessen, hier was zu trinken zu holen. Nein! Jetzt muss ich mal durchsten. Ah. Das Leben ist schon schwer. Ich mag gar nicht mehr. Genau, das ist das, was ich gesagt habe, das gewinnen wir. Das verlieren wir, wenn er, also die gepanzerten Speere, wenn die auch Fernkampfwaffen haben, also wenn sie Wurfspeere haben, dann verlieren wir innerhalb von ein paar Sekunden. So. Fernkämpfer haben wir. Check. Ich stelle mich mal hier auf, würde ich sagen. Ne? Also, die hauen mal hier hin. Und die so. Einsatzbereit. So. Da bin ich mal gespannt, ob die Fernkampf-Munition haben oder nicht. Und ob der hier so kommt oder hier so kommt. Königliche Peltasten sind halt Chichi. Also die sind richtig gut für mich. Die sind richtig super für mich. Die Frage ist, wen er angreift. Pikeniere erwarten eure Befehle. Wenn er hier reingeht, ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht. Geschosse.
Infanterie bereit! Im Dienste des Volkes! Steinschleuderer! Es ist gut, dass er hier drauf geht. Und das ist gut, dass er hier rein geht. Schwerträger! Sehr gut. Das ist gut. So. Bitte hier rein. Das wäre super. Jetzt kommt der Keil. Und den macht er richtig gut. Und meine Einheiten sind auch super. Unser General wird angegriffen. Okay, jetzt ist es doch nicht mehr ganz so super. Bürgerwehr! Spürträger! Befehle. Jetzt ist es doch nicht mehr ganz so super. General! Schnelles Marschieren! Mob Tribunus! Königliche Feldmasken! Doppelte Geschwindigkeit! Mob Heilrede! Hoffentlich fokussiert er jetzt. Schnelles Marschieren! Die Männer wanken. Ja, das ist wurscht. Geschossinfanterie! Schnell vorrücken! Bürgerwehr! Hey! Zu Befehl! Ja, Kommandant! Wie Ihr Befehl! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff! Es ist gut, dass ich den jetzt in dieses Nadelöhr da rein drücken konnte. Der macht es schon auch richtig, hier jetzt aus Rom zu gehen. Ja, okay, er geht doch nicht aus Rom. Er ist doch da. Mach mal kurz den Tausch, damit die sich ausruhen können. Muss aber jetzt nicht, weil die sind immer noch frisch. Stolze Söhne Makedoniens! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Doppelte Geschwindigkeit! Ich erwarte eure Befehle! Die können dann noch sogar noch mal in den Rücken chargen. Er kommt dann mit. Er greift weiterhin. Ja, greift mal wieder an. Königliche Feldmasken! Schwerträger! Ich
muss hier versuchen, den mit den Speerträgern eben in die Seite zu hauen. Der hat sich echt nicht bewegt. Das ist gut für ihn. Das ist sehr gut für ihn. Warte, dann gehe ich mal hier auch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Versuch mal von hier dann da reinzuschießen, dann haben die mehr Durchschlag. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schnell vorrücken! Stolze jetzt! Speerträger! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Kommandant! Oh, hier sind wir saufen. Speerträger! Schütteln! Nahkampfgruppen erwarten Befehle! Nein, das! Bürgerwehr! Die halten noch sehr gut aus, ja. Das war aktiv. Aber jetzt mit denen werden die sehr schnell gewinnen. Der braucht halt jetzt Unterstützung gegen den Hauptmann. Gegen den General. Das Schildwall gibt nur. Was nochmal? Rüstungsstärke. Nahkampfabwehr. Genau. Kommt der Final Strike. Speerinfanterie bereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Hä? Das ist ein Schändlicher. Ah, da hinten. Ja, war klar, dass der von angeschlagen zu grün wird, ja. Geschossinfanterie bereit! General! Strategos! Der ist halt immer noch frisch, ne? Das ist echt krass. Ja, ihr könnt echt stolz sein. Geschosse warten auf Ziele. Stolz, Leunerer! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Nahkampfinfanterie bereit. Na, ja, die sind jetzt erschossen. Gut. Wäre bereit. Mach mal den General platt. Ist der General schon platt? Das weiß ich gar nicht. Knapper Sieg. Ja. Also, er war an sich schade, dass hier die Flotte nicht dabei ist, weil das wäre auch nochmal interessant gewesen, wie viel die Peltasten eben eingenommen haben, getötet haben. Weil die haben auch sehr gut durchgehalten. Auf jeden Fall so viel, dass sie zweimal befördert werden. Die haben auch gut ausgeteilt. Die da waren auch super. Okay, General habe ich gekriegt. Gut. So, überleg dir nochmal, ob du eine Stadt von mir angreifen willst.
So, Rang erhöht, Rang erhöht, dreh dich um, Rang erhöht, Ragnarök. So, der ist halt immer noch da, ne? Der nervt da ziemlich schön. Das macht er schon echt gut. Das ist sehr... Das ist sehr... Das ist eigentlich sehr schön zum Angreifen, ne? An sich sieht es jetzt krass aus, aber die da ist nicht an Land. Niemand soll durchkommen! Blockade wird errichtet! Blockade wird aufgestellt! An sich kann ich das wirklich... Vor allem, wenn ich hier jetzt dazukomme mit der Armee. Die da eigentlich... Ja... Kann ich automatisch machen. 60, 66 jetzt durchaus in Ordnung. Der hat sich eingebunkert und hat Artillerie. Also, ich glaube, wenn ich es gespielt hätte, hätte ich auch nicht besser das machen können. Ja, machen wir einfach Sklaven. Ich löse sie komplett auf. Weil sonst holt er sich Söldner und macht mir ein bisschen Trouble. So, ihr hungert nach einer Schlacht. So. Ja, toller Typ. So. Gut, mit der können wir eigentlich hier jetzt das wieder blockieren. Und jetzt mal ein bisschen Fischi machen. Hier ist auch ganz gut. Die machen wir nicht. Die machen wir. Jetzt haben wir halt wieder total viel Nahrung plötzlich, ne? Das ist halt immer ein bisschen seltsam. Okay. Solange wir positiv bei der Nahrung sind, ist das zufriedenstellend. So, alles voller Nahrung. Nahrung. Was machst du denn? Hier brauche ich auf jeden Fall genau das da und ja, das da. Die kosten halt alle 4 zusätzliche Nahrung. Ich baue erstmal die ganzen Nahrungsdinger auf und dann schaue ich, wie viel Nahrung das insgesamt gibt. Und dann, ja, schauen wir mal. Die bekommen auch was, das ist natürlich super. Warte, was hat der? Bei Nachtkämpfen, okay, dann wird das ein Stratege. Mit Nachtangriffen, okay, alles klar. Moral, Autorität, geheime Auktion, okay. Okay, der braucht eigentlich auch keine Frau mehr, weil der ist schon 73. Gut.
Dann schauen wir mal kurz, was wir noch nächste Runde bekommen. Und dann... glaube ich, war es das auch schon wieder. Okay, eine Malva ist jetzt auch eine Fullstack-Armee. Das ist aber uns egal. Wir machen alles weg. Wirtschaftliche Ansicht, Handel, Tochter wird erwachsen, Agent erholt und so weiter. So. Mit der linken Faust Alexanders würde ich sagen, gehen wir über. Sollen wir Iada angreifen? Oder nicht? Sollen wir Iada angreifen? Auf jeden Fall werden wir jetzt hier. Niemand soll durchkommen! Alles klar. 4800 gegen. Was habe ich? 3200. Ja, ich habe knapp 1000 mehr. Weniger. Aber das ist eine Schlacht, die ich das nächste Mal machen werde. Wenn überhaupt. Also ich weiß nicht, ob ich die angreifen soll. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Soll ich angreifen oder nicht? Weil es ist schon ein bisschen riskant, aber es ist halt eine Riesenschlacht, ne? Also mit, er hat eigentlich knapp 5000 Soldaten und noch eine Befestigungsmauer. Darf man auch nicht vergessen. Dagegen bin ich schon ein bisschen leicht betucht, sag ich mal. Also ich kann die ganze Kavallerie kann ich erstmal nicht benutzen. Also sagen wir mal so, wenn ich angreife, dann werde ich auf jeden Fall mit der Artillerie werde ich versuchen, seine Mauern einzureißen und dann eben so anzugreifen. Muss ich sowieso, weil ich vom See, vom Fluss aus angreife, von der See aus. Und deswegen habe ich keine Belagerungsdinger. Ja, wäre spannend. Also die ganzen Dudes kann ich opfern. Aber das ist Kanonenfutter. Hier wäre es schade, wenn irgendjemand stirbt. Na, aber mal schauen. Gut, schreibt es rein, ob ich es wagen soll oder nicht. Den da kann ich auf jeden Fall opfern. Das ist kein Problem. Der da muss überleben. Und der Reios Untergang muss auch überleben. Gut. Safety first oder fette geile Schlacht. Gut. Ach, und noch was. Wenn ich jetzt nicht angreife, dann könnte es sein, dass er irgendjemand wieder abzieht. Also, oder sogar die noch mit dazu zieht. Das ist häufig ein bisschen komisch von der KI, dass er bei größeren Schlachten mehr oder weniger die Armeen dann aus der Haupt aus der Hauptstadt rausholt. Und Rom ist jetzt anscheinend komplett weg, ne? Also Sparta hat sogar hier oben in Alter, der hat hier oben Alalia eingenommen. Das ist ja natürlich auch interessant. Und auch, dass Avena jetzt in Italien ist und nicht mehr in ihrer Heimat. Und Messilia ist monstergroß. Die sind richtig groß. Und die Konföderation natürlich auch, ne? Okay, ja. Nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.